Hallo! Nach dem großen Erfolg meines Videos zur ayurvedischen Morgenroutine haben mich viele von euch gefragt, ob es denn auch eine ayurvedische Abendroutine gibt und ob ich dazu etwas sagen kann. Selbstverständlich ja! Es gibt sie, sie ist nicht ganz so bekannt wie die Morgenroutine und auch in den alten ayurvedischen Schriften nicht so detailliert beschrieben und erläutert worden. Dabei ist sie eigentlich genauso wichtig wie die Morgenroutine. Denn so wie wir morgens gerne gereinigt, dynamisiert und kraftvoll in den Tag starten möchten, so möchten wir abends gerne zur Ruhe finden, sowohl körperlich als auch geistig. Wir möchten gerne abends den Tag ausklingen lassen und uns auf die Nachtruhe vorbereiten, eine erholsame Nacht durchleben und am nächsten Tag wieder gekräftigt und erholt starten können. Leider hat sich unser moderner Lebensstil weit von den ayurvedischen Idealen einer Abendroutine entfernt. Wir gehen ins Fitnessstudio abends, zum Sporteln, wir schauen Fernsehen, wir hängen vor dem PC und schauen uns verschiedene Internetseiten an, recherchieren am besten noch. Oder wir sind in Social Media mit unserem Smartphone unterwegs. Wir essen abends zu spät zu Abend, haben einen vollen Bauch und gehen kurz danach ins Bett. Wir trinken Alkohol und vieles, vieles mehr, was wir alle kennen. Das ist natürlich keine optimale Vorbereitung auf die Nachtruhe. Und worauf es konkret ankommt und wie du modernen Lebensstil mit ayurvedischen Prinzipien verbinden kannst, das erfährst du jetzt. Mein persönlicher Wunsch ist, dass dir dieses Video hilft, deine persönliche Abendroutine zu finden, zu erkunden, zusammenzustellen und ganz individuell und vor allem variabel zu gestalten. Denn nicht jeder Abend läuft gleichermaßen ab. Wir alle kennen ja viele der pauschalen Empfehlungen, die im Namen des Ayurveda vermittelt werden. Man soll bis spätestens 18 Uhr leicht, warm und am besten flüssig, im Sinne von suppig, zu Abend essen. Dann am Abend wirklich zur Ruhe kommen, vielleicht eher in die meditative Einkehr kommen, nach Möglichkeit nichts Aufwühlendes, nichts Aktivierendes mehr erleben und dann bis um 22 Uhr in die Bettruhe kommen. Das geht aber leider an der Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land vorbei. Denn viele arbeiten noch am Abend oder haben nur am Abend die Möglichkeit, ihre Hauptmahlzeit mit ihren Liebsten einzunehmen. Viele haben nur abends die Möglichkeit, sich zu bewegen, als Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit des Alltags. Sollen wir das alles komplett eliminieren, weil es nicht ayurvedischen Regeln entspricht? Nein, das ist keine Lösung. Wir brauchen also individualisierte Konzepte. Bevor du deine persönliche Abendroutine nun zusammenstellen kannst, benötigst du ein paar Grundkenntnisse und musst wissen, was die Basis der ayurvedischen Routinen überhaupt darstellt. Die Grundlage aller ayurvedischen Routinen ist unser Verständnis der biologischen Rhythmen. Allen voran des Tag-Nacht-Rhythmus. Morgen ist der 20. März, ein ganz besonderes Datum, nämlich Frühlingsanfang. Und mit ihm Tag- und Nachtgleiche. Gegen 6.30 Uhr geht die Sonne auf und gegen 18.30 Uhr unter. Das heißt, der Tag dauert 12 Stunden und die Nacht ebenfalls ca. 12 Stunden. Im Ayurveda werden sowohl der Tag als auch die Nacht in drei Phasen eingeteilt. Das erste Tag- und Nachtdrittel wird dem Kapha zugeordnet, das zweite Tag- und Nachtdrittel dem Pitta und das dritte Tag- und Nachtdrittel dem Vata. Wenn ich sage Kapha, Pitta und Vata zugeordnet, dann bedeutet das, dass die Eigenschaften dieser drei Kräfte in diesen jeweiligen Tages- und Nachtphasen dominieren. Und wir uns an diese Eigenschaften bestmöglich anpassen sollen. Daraus ergeben sich zwei Arten von Uhr, sag ich mal. Eine Taguhr und eine Nachtuhr. Die möchte ich dir gerne mal aufmalen und dir die Unterschiede erläutern. In Rot nehmen wir die Taguhr, denn der Tag wird von der Sonnenenergie dominiert. Und für die Nachtuhr nehmen wir die Farbe Blau. Die Nacht wird vom Mond dominiert. Starten wir wieder mit dem Tag. Die Sonne geht gegen 6.30 Uhr auf und die erste Phase dauert etwa bis um 10.30 Uhr und wird, wie schon erwähnt, von Kapha dominiert. Von 10.30 Uhr bis etwa 14.30 Uhr dauert dann die Pitta-Phase mit High Noon in der goldenen Mitte. Ja, Pitta hat sehr viel Feuerelement in sich, das heißt, die Hitze ist dort am stärksten, die Kraft, die Energie, die Dynamik.
Und die dritte Phase des Tages wird dann von Vata dominiert, beginnt gegen 14.30 Uhr und dauert dann etwa bis 18.30 Uhr. Die gleiche Einteilung haben wir auch in der Nacht. Das heißt, wenn die Sonne dann um 18.30 Uhr untergeht, etwa bis um 22.30 Uhr, wird die erste Phase der Nacht, das erste Nachtdrittel, erneut von Kapha dominiert. Das zweite Nachtdrittel von 22.30 Uhr bis etwa 2.30 Uhr frühmorgens steht unter der Herrschaft von Pitta, da schlafen wir hoffentlich. Und das dritte Nachtdrittel dann in der Vata-Dominanz findet etwa statt zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr, wenn die Sonne erneut aufgeht. Wenn wir uns nun die Frage stellen, wann gehen wir abends zu Bett und wann stehen wir morgens auf und was unterscheidet die Kräfte jeweils voneinander, dann kommen wir zu folgendem Ergebnis. Wir können sagen, dass manche Menschen bis 22.30 Uhr zu Bett gehen, viele unter uns aber auch erst nach 22.30 Uhr. Das heißt, die typische Zeit des Zu-Bett-Gehens findet irgendwo in dieser Spanne statt, sagen wir mal zwischen 22 und 23, 24 Uhr. Das ist so die Zeit, in der die meisten Menschen hier in Westeuropa oder in Mitteleuropa zu Bett gehen. Das ist eine Zeit, die sozusagen geprägt ist vom Übergang der Kapha-Dominanz in die Pitta-Dominanz. Ich erkläre gleich, was das konkret bedeutet. Zunächst mal vergleichen wir das Ganze mit der Taguhr. Wann stehen wir morgens auf? Gegen 6.30 Uhr geht ja morgen die Sonne auf. Und wenn wir vor 6.30 Uhr aufstehen, sind wir noch in der Vata-Phase. Wenn wir etwas später aufstehen, in der Kapha-Phase. Das heißt, das ist etwa der Zeitraum, in dem die meisten Menschen morgens aufstehen, am Übergang von Vata zu Kapha. Nun gibt es die Empfehlung im Ayurveda, dass man kurz vor Sonnenaufgang optimalerweise aufstehen sollte oder mit dem Sonnenaufgang, damit wir noch ein bisschen die Leichtigkeit und Dynamik von Vata mitnehmen. Wir kommen deutlich besser in den Tag hinein, sind nicht so schwer, nicht so träge, was eher passiert, wenn wir zu lange in den Vormittag hineinschlafen. Am Abend wiederum haben wir ein anderes Bild, denn wir gehen optimalerweise vor 22.30 Uhr ins Bett, das wäre in der Kapha-dominanten Zeit. Und hier machen wir uns die Qualitäten von Kapha zunutze, die uns in den Schlaf bringen. Welche sind diese Kapha-Qualitäten? Die drei wichtigsten Eigenschaften von Kapha sind schwer zu sein, kalt zu sein oder kühl und feucht zu sein oder ölig. Und wenn diese Eigenschaften tatsächlich stattfinden, wir sie also zulassen sozusagen, werden wir deutlich besser schlafen. Diese Eigenschaften sind interessanterweise direkt die Qualität, die auch unser Schlafhormon Melatonin in sich trägt. Und wir brauchen diese Eigenschaften von Kapha, damit unser Schlafhormon Melatonin auch wirklich richtig ausgeschüttet wird. Was macht konkret dieses Melatonin? Ich schreibe den Namen nochmal auf, falls du ihn noch nie gehört haben solltest. Das ist unser wichtigstes Schlafhormon. Das Melatonin senkt unsere Pulsrate, es senkt unseren Blutdruck und es senkt unsere Körpertemperatur. Das ist hochinteressant. Das ist genau das, was wir vor 2.500 Jahren im Ayurveda über Kapha schon gelernt haben. Wenn das Kapha also gut ausgeprägt ist zum Einschlafzeitpunkt, werden wir deutlich mehr Melatonin ausschütten können und viel besser in den Schlaf gleiten können. Das ist natürlich sehr relevant, weil gerade die erste Nachthälfte dient der Körperregeneration, der DNA-Reparatur und ganz vieler hormoneller Regulationsmechanismen, die aber nur gut funktionieren, wenn du auch im Tiefschlaf ankommst. Und der Tiefschlaf hängt ganz, ganz stark von der Ausschüttung von Melatonin ab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Kapha am Abend auch tatsächlich fördern und nicht sozusagen abbauen, weil wir am Abend nochmal Aktivitäten vollziehen, die uns sehr stark erhitzen, die uns sehr leicht machen, die uns vielleicht auch sehr trocknen, weil genau dann würden die Kapha-Eigenschaften leider zu schwach werden. Ein grundlegender Unterschied zwischen diesem Kapha am Abend und dem Kapha am Morgen liegt darin, dass unsere Zielsetzung morgens natürlich ist, das Kapha nicht zu stark werden zu lassen. Natürlich möchten wir gerne die Ruhe nutzen, um in den Tag zu kommen, keine Frage. Vielleicht auch eine morgendliche Meditationseinheit einlegen, also wirklich ausgerichtet, zentriert in den Tag zu starten. Körperlich betrachtet möchten wir aber gerne morgens in die Dynamik kommen. Wir brauchen Leichtigkeit und wir brauchen Hitze, ja, um wirklich auch energetisch den Tag starten zu können. Das bedeutet, das Kapha wird morgens abgebaut, reduziert,
durch die Morgenroutine-Maßnahmen, die du alle in meinem Video schon kennengelernt hast. Ja, das heißt also alle Spülungen, Routine-Maßnahmen, die überschüssiges Kaffer morgens abbauen. Am Abend wollen wir auf keinen Fall Kaffer abbauen, weil dann werden wir schlechter schlafen, sondern das Kaffer brauchen wir am Abend, um in den Schlaf kommen zu können. Wichtig ist, je später du ins Bett gehst, desto stärker wird das Pitta wieder anfachen. Wenn du in der Nacht bereits schläfst, dann wird das Pitta nicht besonders erhitzend wirken können, weil du schon im kühlen Schlaf angekommen bist. Wenn du aber noch wach bist, dann kann dieses Pitta dich erneut erhitzen. Das kennen wir oft, wenn wir abends unterwegs sind, auf Feiern oder bei Veranstaltungen. Dann merken wir oft so um 21, 21:30, 22 Uhr, boah, mir fallen die Augen zu, ich könnte jetzt eigentlich einschlafen, aber die Veranstaltung ist noch nicht zu Ende oder du bist auf einer Feier. Und dann um 23 Uhr merkst du auf einmal, wie dein System wieder angefacht ist. Du bist hellwach, ab auf die Tanzfläche oder dann eben mit vielen Menschen noch in Kontakt. Das ist das Pitta, welches eben dann angefacht wird, wenn du nicht schläfst zu dieser Zeit. Und das bedeutet im Umkehrschluss, je länger wir warten, bis wir einschlafen möchten und zu Bett gehen, desto stärker wird das Pitta und wird uns am Einschlafen hindern oder unsere Tiefschlafphase verkürzen. Pitta ist sozusagen der Feind des Melatonin und sorgt dafür, dass unser Schlafhormon schlechter und geringfügiger ausgeschüttet wird. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Das bedeutet also, tagsüber gilt es, morgens gerade mehr Hitze zu kreieren. Am Abend wollen wir hingegen eher die Kühle, die Schwere und die Ruhe von Kaffer nutzen. Diese Grundlage solltest du kennen, bevor ich jetzt ganz konkret meine Tipps dir gebe, wie du deine Abendroutine optimieren kannst, um dann auch wirklich geruhsam in die Nacht zu kommen und am nächsten Tag energetisiert in den neuen Tag starten zu können. Mein Tipp Nummer 1 lautet: Iss frühestmöglich zu Abend. Ich schreibe das mal auf. Iss frühestmöglich. Grundsätzlich empfehle ich einen Abstand zwischen der Beendigung des Abendessens und dem Zubettgehen von 3 Stunden einzuhalten. Wenn du um 18.30 Uhr zu Abend gegessen hast, was optimal wäre, kannst du gerne um 21.30 Uhr zu Bett gehen. Wenn du erst um 21 Uhr zum Abendessen kommst, solltest du mal wenigstens noch 2 Stunden wach bleiben, damit das Abendessen noch halbwegs verdaut wird. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass du am Abend schwerverdauliche Speisen zu dir nimmst, weil die natürlich in der Nacht mit dir sprechen, schlechter verdaut werden und dann entstehen unverdaute Rückstände, die wir im Ayurveda Ama nennen, die sehr pathogen wirksam sind und vielen Krankheiten Tür und Tor öffnen. Also Abstand zum Schlafengehen. Grundsätzlich je leichter, desto besser. Gerne warme Kost. Vermeide bitte im Abendessen große Mengen an Rohkost. Die sind schwer verdaulich. Vermeide auch bitte fettreiche Speisen. Du kannst gerne etwas pflanzliche Öle mit integrieren. Aber besonders fettreiche Speisen sind schwer verdaulich. Bitte kein Fleisch am Abend. Wenn du Fischesser bist, ein fettarmer Fisch, ein leichter Fisch, könnte am Abend mal konsumiert werden. Je früher, desto besser. Aber grundsätzlich sind eigentlich tierische Produkte am Abend eher zu vermeiden. Leichtes gedünstetes Gemüse ist immer eine gute Option. Alle Suppen sind eine gute Option. Du kannst auch mal kleine Nüsse mit integrieren, wenn du sagst, ich habe mal eine Antipasti-Speise oder ein Ofengemüse. Das sind alles gute Optionen, um abends zu essen. Weniger gut wäre der Besuch beim Italiener mit 3 Gängen, mit einer üppigen Pasta, mit einer schweren Soße, noch einem Tiramisu am Ende. Das wird natürlich potenziell am Abend sehr, sehr schwer verdaut und wird deine Nachtruhe deutlich beeinträchtigen. Tipp Nummer 2. Trinke wenig und warm. Warum? Ich empfehle, am Abend, nach dem Abendessen, maximal noch 250 Milliliter warmes Getränk zu dir zu nehmen. Optimalerweise einen Tee. Wichtig ist, nicht heiß, sondern warm. Wenn du heiß und auch erhitzend trinkst, zum Beispiel Ingwertee oder alkoholische Getränke, dann stören die deinen Schlaf, weil sie das Pitta erhöhen und damit das Melatonin hemmen. Wenn du zu viel trinkst, einen halben Liter, einen Dreiviertel Liter, einen Liter, weil du vielleicht feststellst, du hast tagsüber zu wenig getrunken, dann passiert Folgendes. Wenn du dich dann in die Horizontale zum Schlafen hinlegst, wird diese ganze Flüssigkeit zusätzlich zu deiner Gewebsflüssigkeit dem Herzen zugeführt.
Und das erzeugt eine sogenannte erhöhte Vorlast am Herzen. Das Herz muss mehr arbeiten und erhält mehr Druck auf die Innenwand. Das wiederum aktiviert unnötigerweise den Sympathikus in deinem vegetativen Nervensystem, der eigentlich unser Gaspedal ist. Den brauchst du tagsüber zur Leistungserbringung, aber nicht nachts, wo du schlafen möchtest. Da brauchst du den Parasympathikus. Das heißt, größere Mengen an Flüssigkeit stören definitiv deinen Schlaf und hinzu kommt noch, sie schwächen auch noch zusätzlich deine Verdauung. Und wenn dann das Getränk auch noch kalt ist, aus dem Kühlschrank zum Beispiel, ein Softdrink oder sonstiges, dann wirst du das noch zusätzlich verstärken. Also trinke wenig und warm, lautet die Botschaft. Für diejenigen, die sagen, wir sind eingeladen und wollen ein Gläschen Wein zum Essen trinken, das geht natürlich. Aber belasse es dann bei einem Gläschen Wein. Sobald du größere Mengen an Alkohol zu dir nimmst, wirst du wieder erhitzen. Alkohol stört immer das Durchschlafen. Gerade Rotwein, aber auch Weißwein, Rosé. Beim Bier ist es noch etwas milder, sag ich mal. Dafür ist Bier natürlich kalt in der Regel konsumiert. Aber da haben wir wenigstens den Hopfen, der den Schlaf etwas fördert. Also eine kleine Menge Bier ist mal okay. Eher würden wir ayurvedisch empfehlen, mal ein Gläschen Wein zu trinken. Aber wie gesagt, bei einer kleinen Menge belassen, 100, 150 Milliliter wäre völlig in Ordnung. Größere Mengen stören eher unsere Biologie am Abend und wären für die Abendroutine weniger gut geeignet. Mein Tipp Nummer 3 für dich lautet: Atme tiefer aus als ein. Das ist eine ganz wichtige Empfehlung. Tagsüber sind wir alle natürlich hochaktiv. Wir reden viel. Wir atmen viel flacher und wir atmen eher ein, um immer wieder Energie zu tanken. Halten auch relativ häufig die Luft nach dem Einatmen an. Wir atmen auch tendenziell viel mehr in die Brust und viel weniger in den Bauch. Am Abend, wenn wir in die regenerative Phase des Tages kommen, sollten wir das ändern und bewusster atmen. Auch wenn du zum Beispiel Nachrichten schaust oder wenn du am Abend nochmal vor dem Rechner sitzt, ja, dazu kommen wir gleich. Aber auch dann hast du die Möglichkeit, bewusster zu atmen, als du es vielleicht im normalen Alltag schaffen kannst. Dafür empfehle ich dir, länger aus als einzuatmen und immer nach dem Ausatmen eine kurze Pause einzulegen, bevor du den nächsten Atemzug nimmst. Die optimale Formel lautet 4 Zähleinheiten. Das entspricht etwa einer Sekunde. Also 4 Sekunden einatmen, dann direkt 5 Sekunden ausatmen und dann eine Sekunde Atempause nach dem Ausatmen einlegen. 4 Sekunden ein, 5 Sekunden aus und eine Sekunde Pause. Na, wenn dir das zu lange vorkommt, kannst du es auch etwas beschleunigen. Wir reden dann von Zähleinheiten anstelle von Sekunden. Das aktiviert deinen Parasympathikus. Der steht für Ruhe. Der fördert deinen Schlaf. Und übrigens, er unterstützt auch gleichzeitig noch deine Verdauung. Bewusst atmen, tiefer ausatmen und vor allem stärker in den Bauch atmen. Das sind ganz wichtige Prinzipien für deine Abendroutine. Tipp Nummer 4 lautet: Dehne dich sanft. Natürlich ist klar, dass alle besonders aktivierenden, erhitzenden Sportarten, also schnelle Sportarten, Krafttraining, tanzende Aktivitäten etc., uns nochmal sehr stark aktivieren und potenziell das Melatonin hemmen. Das heißt, dann werden wir schlechter in die Ruhe und in den Schlaf gleiten können. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die sagen, Herr Steuernagel, wenn ich mich abends nicht bewege, bewege ich mich gar nicht. Bevor du gar keinen Sport treibst, empfehle ich natürlich eher am Abend eine Einheit einzulegen und danach dann durch kompensatorische Maßnahmen wieder runterzukommen. Es ist auch eine Frage der Trainingsintensität, der Ausdehnung, ob wir um 18.30 Uhr, 19 Uhr Sport treiben oder sogar erst um 21 Uhr. Also so eine ganz späte Sporteinheit, nochmal auf den Squash-Court oder dergleichen, davon würde ich definitiv abraten, weil das einfach viele, viele Nachteile mit sich bringt. Ja, aber bevor wir gar keine Bewegung praktizieren, dann natürlich lieber am Abend. Was ich aber jedem empfehle, grundsätzlich, ist eine gute Dehnung durchzuführen. Und zwar vor allem der Muskelgruppen, die immer wieder tagsüber verkürzen durch unsere sitzende Tätigkeit.
Na, denke also gerade an die Verkürzung auf der Vorderseite, dass du also gute Dehnübungen durchführst, um hier wirklich wieder die Muskulatur aufzudehnen. Auch der untere Rücken zum Beispiel mit schönen vorwärtsbeugenden Übungen. Denke auch an die hintere Oberschenkelmuskulatur, die durch das Sitzen immer wieder verkürzt. Die Muskelverkürzungen sind ein zentraler Grund, eine zentrale Ursache für Schmerzen. Und viele Menschen erfahren Schmerzen in der Nachtruhe, die dann keine Ruhe mehr ist, sondern sie werden wach und sie wälzen sich und merken einfach, dass sie sich im Bewegungsapparat nicht wohlfühlen. Dehnungen sind also sehr, sehr wertvoll. Ich würde immer empfehlen, 10 bis 15 Minuten in der Abendroutine einzubauen und du wirst merken, dass du deutlich besser schläfst. Diese ersten 4 Tipps von mir beziehen sich vor allem auf deinen Körper und die körperliche Ruhe und Regeneration im Rahmen deiner Abendroutine. Kommen wir nun zum Tipp Nummer 5. Und da geht es um deine Sinne. Und mein Rat lautet: Reduziere Sinnesreize. Prüfe genau, welchen Reizen du dich am Abend noch aussetzen möchtest. Wir nehmen so viele Sinnesreize tagsüber auf, viele von denen können wir kaum verarbeiten. Das heißt, wir haben eine Sinnesüberflutung und Überreizung. Der Abend dient dazu, weniger Sinneseindrücke aufzunehmen. Prüfe daher wirklich, welches Fernsehprogramm du schauen möchtest, wenn du überhaupt den Fernseher anmachst, welche Internetseiten noch anzuschauen sind. Benötigst du wirklich am Abend Social Media? Ich rate davon ganz klar ab. Also nachdem du Abend gegessen hast, vielleicht noch mal kurz reinschauen, was aktuell ist. Aber wirklich nicht mehr scrollen und die ganze Zeit lang sich noch verschiedene Posts anschauen, weil automatisch all das, was du an Reizen aufnimmst, von deinem System natürlich hinterfragt wird, verarbeitet wird, viele Suchbefehle an dein Unbewusstes gesendet werden. Und das führt dazu, dass dein Geist nicht zur Ruhe kommen kann. Also minimiere bitte deine Sinnesreize und prüfe genau, welche Reize wirklich wohltuend und geeignet sind. Mein Tipp Nummer 6 bezieht sich auf unseren Medienkonsum. Der gilt eigentlich für den ganzen Tag, aber ganz besonders für den Abend. Und dieser Tipp lautet: Pull statt Push. Wir alle kennen vom Smartphone die Push-Funktionen. Jede Website, jede App möchte gerne, dass die Push-Funktionen aktiviert bleiben und du immer wieder gefüttert wirst mit neuen Informationen. Das ist überhaupt nicht gesund und abends schon gar nicht. Das heißt, alle Push-Benachrichtigungen komplett ausschalten. Wenn du nochmal die Entscheidung triffst, am Abend kurz in die E-Mails hineinzuschauen, um vielleicht etwas Wichtiges noch erfassen zu können, dann entscheidest du, das E-Mail-Programm im Computer aufzumachen, die E-Mails zu lesen, die du wirklich lesen möchtest, in den jeweiligen Accounts und dann wieder zu schließen. Wenn du dich entscheidest, im Fernsehprogramm einen bestimmten Film anzuschauen, die Nachrichten anzuschauen, dir eine Comedy-Sendung anzuschauen, was auch immer dir gut tut, dann kannst du ganz gezielt wählen, schaust das Programm an und schaltest danach bitte wieder aus. Das heißt, in allen Fällen lasse dich nicht berieseln. Zippe nicht durch die verschiedenen Programme und sag, der Fernseher läuft eben den ganzen Tag. Dann kommen diese ganzen Reize immer wieder hinein und die bringen deinen Geist in sehr starke Unruhe und überhaupt nicht in diese Zentrierung, die wir eigentlich benötigen. Denn tagsüber ist diese Energie zentrifugal, wir gehen stark nach außen. Am Abend ist diese Energie eher zentripetal. Wir sollten uns wieder nach innen zurückziehen. Also vom Fernsehen in die Innenschau kommen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass du kein Handy mehr in die Hand nehmen darfst nach 19 oder 20 Uhr oder kein Fernsehen schauen darfst. Aber bitte dosieren und ganz wichtig, du entscheidest nach deinem Pull-Prinzip, was du dir wirklich herausziehst, was du nochmal in Erfahrung bringen möchtest und lässt dich nicht von außen berieseln mit ständigen Informationen und ständigen Push-Benachrichtigungen. Mein Tipp Nummer 7 ist besonders wichtig für deine Psychohygiene. Und dieser Tipp lautet: Kommuniziere von Herzen. Wir alle erleben so viele Dinge jeden Tag. Dinge, die uns Freude machen, Dinge, die uns belasten, Dinge, die uns vielleicht auch wirklich bedroht haben oder die uns wirklich große Sorgen bereitet haben. Wenn du am Abend mit deinen Liebsten, mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Kindern oder mit wirklich nahestehenden Menschen, mit Gleichgesinnten in Kontakt bist,
dann ist es sehr wertvoll, wenn du kommunizierst, was du heute erlebt hast, was dich bewegt hat, was dich berührt hat, was etwas mit dir gemacht hat. Bitte keine intellektuellen Diskurse und wissenschaftlichen Abhandlungen vollziehen. Ja, weil das wiederum führt eher zu einer Aufwirbelung in deinem Geist. Nein, kommuniziere, was dich wirklich bewegt hat. Dafür musst du es benennen. Und sowohl die freudvollen Erlebnisse als auch die eher belastenden Erlebnisse werden dann ganz anders abgelegt in das Unbewusste und sind von dort auch immer wieder abrufbar und verfügbar. Die Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil und ist auch etwas, was zu dieser Grundidee von Kapha im ayurvedischen Kontext gehört, dass man unter seinen Gleichgesinnten und Liebsten miteinander in Ruhe, in Harmonie, einander zuhörend, sich in die andere Person einfühlend miteinander kommuniziert. Und damit meine ich nicht nur unser gesprochenes Wort, die verbale Kommunikation, sondern auch die Stimme. Nicht mehr so schnell reden, nicht mehr so laut reden, weicheren Stimmansatz, nicht so gepresst, nicht so hart, du musst keinen Vortrag halten. Und natürlich auch die Körpersprache. Körpersprachlich ganz wichtig, am Abend in den Kontakt zu kommen, in die Intimität zu kommen, in die Umarmung zu kommen, in die Berührung zu kommen. All das, was tagsüber fehlt. Das ist sehr, sehr wertvoll für deine Psychohygiene und ich empfehle dir wärmstens, diesen Tipp Nummer 7 anzuwenden. Mein achter und letzter Tipp für dich auf deinem, nennen wir ihn mal, achtfachen Pfad in die Nachtruhe lautet: Gehe in die Stille. Diese Stille kannst du vielleicht im Rahmen einer Meditation erleben. Vielleicht im Rahmen eines autogenen Trainings. Tauche ein in das Nicht-Tun. In die Dimension der Zeitlosigkeit. In den Raum, in die Leere, in das Sein. Das ist ein ganz besonderer Moment. Und diesen Moment kannst du, wenn du möchtest, gegebenenfalls schon im Bett praktizieren. Oder du kannst es auch noch förmlich vorher auf einem Kissen sitzend, auf deinem Lieblingssofa, in einem Sessel vielleicht sitzend. Aber gehe in die Stille. Das ist die beste Vorbereitung für die Nacht und die Grundlage, um ein gesundes Kapha zu unterstützen. Diese 8 Empfehlungen sind die Basis deiner gesundheitsfördernden Abendroutine. Ich habe in dieser Aufzählung nun Reinigungsroutine-Maßnahmen außen vor gelassen. Das heißt, wir haben nicht über die Frage nach abendlichem Duschen, Reinigen, nach Zähneputzen, nach Hautpflege gestellt, weil wir diese in anderen Videos separat gezielt besprechen und abhandeln. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn du abends Schwierigkeiten hast, runterzukommen, auch pflanzlich zu unterstützen. Großartige Heilpflanzen, die wir auch in anderen Videos thematisieren. Ich denke an zum Beispiel Ashwagandha, an Shatavari, die Spargelwurzel. Ich denke an Brahmi, sehr schöne Pflanzen. Ich denke an unsere einheimische Melisse und den Lavendel, die auch sehr schön beruhigend wirken. Wir haben auch hier nicht Schlafstörungen thematisiert, weil das auch wiederum Thema anderer Videos darstellt, wo wir dann konkret empfehlen, wie man Schlafstörungen behandeln kann, mit welchen Möglichkeiten. Hier geht es mir wirklich darum, dass du die Basis verstehst, wie die Chronobiologie unseren Tages- und Nachtablauf steuert und wie wir uns dieser optimal anpassen können. Verbinde diese Empfehlungen mit den Morgenroutine-Maßnahmen und spüre hinein, schreibe uns deine Erfahrungen in die Kommentare, was das Ganze mit dir gemacht hat nach einigen Wochen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du in die Umsetzung kommst und damit deine eigene Gesundheit förderst. Alles Gute!